Und heute habe ich die Chocolate Lovers Palette von Rivaldo Lupian mitgebracht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, wir haben heute einiges zu besprechen, einige Produkte, die ich euch gerne nochmal live in Action zeigen möchte. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit. Wir starten direkt mit dem Video, denn zuallererst möchte ich mich natürlich für den ganzen Support bei euch bedanken. Das Video drehe ich am 13. Januar. Offiziell ist die Kollektion erst am 17. Januar verfügbar. Und da möchte ich natürlich auch gleich starten. Es ist natürlich super, super schwierig bei der Menge an Filialen, die Rossmann mittlerweile ja hat in Deutschland, zu koordinieren, dass alles gleichzeitig online geht. Und deswegen wollte ich persönlich mit euch einfach nochmal drüber sprechen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das irgendwie, es kam glaube ich nicht so rüber, wie es sollte, dass ich dann so ein bisschen untergetaucht bin vor dem Launch, obwohl es die Produkte schon gab und ihr YouTube-Videos von anderen Leuten gesehen habt, obwohl ich die Kollektion noch selber gar nicht gezeigt habe. Und Hintergrund der Sache ist natürlich, dass der Content, den wir geplant haben, ab dem 17. starten sollte und bei über, ich glaube, es sind fast 3000 Filialen, die diesen Rival Loves Me Aufsteller bekommen haben, ist es natürlich fast unmöglich zu sagen, okay, ihr dürft erst am Montag die Sachen rausstellen, und demnach konnten natürlich schon ganz, ganz viele von euch die Produkte sehen, ohne dass ich sie vorgestellt habe. Und obwohl ich noch nichts dazu gesagt habe, haben schon so, so viele die Produkte aus der Holy Grails Kollektion gekauft, und dafür ein dickes, dickes Danke. Ich habe euch versprochen, dass wir heute so ein kleines Tutorial machen, weil ich natürlich nicht alle Informationen in das Launch-Video bringen konnte, um euch einfach zu erklären, warum wir diese Kollektion gemacht haben und was wir uns dabei gedacht haben. Denn das ist mehr als das, was es nur aussieht. Ihr wisst, ich habe meine YouTube-Karriere mit Rival Loves Me begonnen, damals noch Rivaldo Lupian. Und für mich war es damals die einzige Möglichkeit, Make-up zu kaufen, weil ich einfach kein Geld hatte. Und ich erinnere mich an eine Foundation, die kam in so einer ähnlichen Verpackung wie der Whipped Cream Primer. Eine super schöne Foundation, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und das war mein erstes Produkt. Und als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich immer jede LE reviewed, weil ich wusste, ich erreiche euch damit, ihr interessiert euch dafür und ich kann mir das leisten. Und deswegen war es für mich eine große, große Ehre, meine liebsten Produkte aus vergangenen LEs, die ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, nochmal aufleben zu lassen. Deswegen haben wir den Whipped Cream Primer. Wir haben das Puder, den Highlighter gab es so auch noch nicht, aber den Chocolate Dip Gloss gab es auch schon so beziehungsweise so ähnlich. Und es fühlt sich für mich immer doof an, wenn ich euch sage, ja, das ist mein liebstes Produkt, aber das ist 4 Jahre her. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, diese 3 Produkte zumindest nochmal aufleben zu lassen, um euch einfach nochmal meinen persönlichen Touch mitzugeben. Und das sind Produkte, die ich jeden Tag benutze. Und es fühlt sich für mich richtig an, euch nochmal die Produkte zu geben und zu zeigen, wie sehr ich diese Produkte liebe. Und deswegen schminken wir ein Full Face damit. Und ich starte auch mit dem Whipped Cream Primer. Hier ist Kamillenwasser mit drin, hier ist Aloe Vera Extrakt mit drin. Und das sorgt einfach für so eine schöne, zarte Schutzschicht auf eurer Haut. Ganz, ganz zart. Er fühlt sich aber sehr, sehr reichhaltig an. Und ihr seht sofort diesen frischen Kick auf der Haut. Er zieht sehr schnell ein. Er bildet wirklich wie so eine Schicht zwischen eurer Haut und dem Make-up, sodass ihr vor der Kälte draußen geschützt seid. Ich liebe dieses Finish auf der Haut. Dieses frische, glowy, gesunde. Ihr wisst das. Ich habe ihn damals geliebt und ich liebe ihn immer noch. Und ich freue mich, dass auch falls ihr damals die RE nicht bekommen habt, ihr jetzt noch einmal die Möglichkeit hattet, die Produkte zu sehen. Und das ist für den Preis, ihr dürft nicht vergessen, ich habe natürlich auch meine eigene Marke, aber ich werde es niemals, niemals schaffen, so gute Produkte, wie sie hier jetzt sind, zu diesem Preis mit meiner eigenen Firma rauszubringen. Und deswegen ist es für mich selbstverständlich gewesen, um euch allen die Möglichkeit zu geben, Produkte von mir in Zusammenarbeit mit mir und einer meiner liebsten Marken rauszubringen. Und das ist der Whipped Cream Primer. Schaut euch bitte diesen frischen Glow an.
Wir machen weiter mit der Foundation. Die habe ich natürlich nicht rausgebracht, deswegen benutze ich jetzt einfach eine, die hier steht. Schaut mal, wie schön die Foundation auf diesem Primer sitzt bzw. sich mit diesem Primer verbindet. Ich hatte euch im Launch-Video auch schon gesagt, dass ihr, wenn ihr so eine BB-Cream lieber mögt, ein Spritzer, zwei Spritzer Foundation mit einem Quetscher von dem Primer und ihr habt einen super frischen Tinted Moisturizer, der eure Haut gleichzeitig pflegt. Ich fand es halt ganz besonders wichtig, dass wir auch so ein bisschen jahreszeitenmäßig gucken, dass die Produkte Sinn machen. Und aktuell, es ist furchtbar kalt, es fühlt sich nicht schön an, es ist ungemütlich draußen. Und ich glaube, mit diesem Primer konnte ich einfach so eine kleine Schutzschicht zur Außenwelt erzeugen. Und ich wollte auch das Packaging nochmal erklären, denn das habe ich auch im Launch-Video nicht gemacht. Für mich ist die aktuelle Zeit genauso grau und trostlos wie für euch. Und auch damals, als wir die Kollektion entworfen haben, war schon so. Und mir war es wichtig, so ein bisschen farbliche Freude in euer Leben zu bringen. Und das haben wir mit dem Packaging geschafft. Und dieses Design, dieses Mosaik, diese Facetten sollen einfach unsere Facetten als Menschen, meine Facetten, dieses... Eigentlich bin ich nur ein kleiner Junge, der sich gerne schminkt und trotzdem kann ich mit euch so ein Projekt umsetzen und es soll die Vielseitigkeit von uns allen so ein bisschen embracen und auch die LGBTQ+i-Community repräsentieren, dass wir einfach da sind, dass wir gesehen werden und wir viele Facetten haben. Ich bin ja nicht nur ein Mann in Make-up, ihr seid nicht nur eine Mutter, ihr seid auch eine Frau, ihr seid eine Freundin, ihr seid ein Freund, ein Bekannter, ein Mensch mit vielen Facetten und das haben wir, glaube ich, mit diesem Packaging so ein bisschen probiert wieder zu spiegeln und einfach Freude in diesen grauen Alltag zu bringen. Look at that base. She's wet, she's glowy, she's fresh. Ich liebe diesen Primer. Wir haben das Baking Puder und auch das, ihr wisst es, ich liebe, liebe, liebe dieses Puder. Und das ist für mich die größte Ehre gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir können ein Puder tatsächlich umsetzen, weil Rival Loves Me kann Pudertexturen. Und dieses Puder, das ist so fein und das ist so leicht. Und selbst wenn ihr nicht gerne baked, es ist perfekt zum Setten gemacht. Und ich zeige euch das jetzt. Einmal ein bisschen Concealer aufgetragen und hole euch gleich ein Stückchen heran. Und ich blende den Concealer einmal aus. Und ihr seht, wir haben diesen Siphon hier mit drin, sodass ihr einfach das Produkt entweder mit eurem Schwamm, mit dem Microfiber Multitool oder mit dem Pinsel aus dem Produkt nehmen könnt, ohne dass halt alles lose durch die Gegend fliegt. Das hat einen leichten Duft, so ein bisschen zitrisch. Als ich das erste Mal gerochen habe, hat mich das so ein bisschen in meine Kindheit in Sizilien zurückversetzt. Wir hatten nämlich so ein Landhaus, meine Oma. Ich glaube, sie haben es mittlerweile verkauft. Und an unserer Terrasse war immer ein Zitronenbaum. Und immer, wenn meine Nonna, meine Oma gesagt hat, Maxi, ich brauche eine Zitrone, durfte ich auf den Küchentisch klettern und diese Zitrone vom Baum pflücken. Und deswegen hieß damals eine Farbe in meiner Palette Limone. Und ich glaube, ihr merkt dieses Storytelling, was ich probiere für mich und für euch durch meine Produkte durchzuziehen. Und dieser Duft ist ganz, ganz leicht. Das ist kein penetranter Duft, der irgendwie euch in der Nase sitzt und ihr den ganzen Tag Kopfschmerzen habt. Der ist so zart, dass ihr den nach einer Minute nicht mehr wahrnehmen werdet. Ich gehe heute in mein Microfiber Multitool, arbeite mir das erst in die Hand ein und gehe dann ganz leicht rüber. Ihr müsst, wie gesagt, nicht baken. Ihr könnt auch einfach mit einem Pinsel oder mit dem Microfiber Multitool, wenn ihr das habt, einfach in die Hand ansetzen und schaut mal, ich hole euch ran, wie weich gezeichnet mein Poreneffekt ist, ohne zu baken. Baking Puder haben wir es nur genannt, weil man damit baken kann und ich es am liebsten damit mache, aber ihr müsst damit natürlich nicht baken. Ich gehe jetzt nochmal hier, bevor ich unter den Augen mehr Puder benutze, mit einem Pinsel lang, dass es nicht creased. Microfiber Multitool. Und dann gehe ich von links nach rechts und von rechts nach links nach innen und boom, weich gezeichnet. Und dann gehe ich einfach mit einem großen Puderpinsel hier rein. Es nimmt nicht zu viel Produkt auf und kann einfach den Rest meines Gesichts setten. Ganz einfach. Und das ist so fein und es macht so Spaß, das zu benutzen. Und ich freue mich mega, dass wir das Puder mit reinnehmen konnten, weil das einfach
für mich das eins der besten Produkte von River Loves Me ist. Und ich war so traurig, als es nicht mehr da war. Und ich habe von euch ganz, ganz viele Backups bekommen damals und bin super dankbar. Und als wir dann zusammengesessen haben und überlegt haben, welche Produkte wir gemeinsam wiederholen wollen und neu rausbringen wollen, war so das erste Produkt war der Whipped Cream Primer und das Puder, weil ich einfach wusste, ihr werdet das lieben und ihr habt das damals geliebt. Und ich weiß, dass von vielen das Puder mittlerweile sich auch schon dem Ende geneigt hat. Ich dachte mir, perfektes Timing. Schaut euch an, wie mattiert die Base jetzt ist, ohne dass es so pudrig aussieht. Denn die Puderpartikel sind so fein gemahlen, dass sie wirklich nur diesen Glanz von der Foundation wegnehmen, aber es fühlt sich immer noch schön an. Ich gehe jetzt mit einer weiteren Schicht unter meine Augen und bake. Und dadurch hält sich natürlich der untere Augenbereich noch so ein Stückchen mehr auf. Ihr wisst, ich mag diesen Bright Under Eye Look total gerne. Und lasse das ein paar Minuten so. In der Zwischenzeit mache ich einmal kurz meine Augenbrauen drauf und dann nehme ich das Puder einfach ab. Und schaut mal, wie aufgehellt der untere Augenbereich ist. I love it. Und das ist so smooth und weich und du siehst keine einzige Pore mehr. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn man Maxim Giacomo in ein Produkt machen will, was ist das Erste, woran ihr denkt? Und ich hatte euch das auch damals gefragt. Das ist schon Ewigkeiten her bei Instagram. Und viele hatten geschrieben, Glow. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe zwar eine Highlighter-Palette, aber unser Highlighter-Empfinden hat sich auch in den letzten Jahren geändert. Wir dürfen nicht vergessen, die Highlighter-Palette kam vor über vier Jahren raus. Also ist wirklich schon eine Weile her. Ich gehe ein bisschen Bronzer hier einfach lang. Und ich wollte ein Produkt, was A, farblich super vielseitig einzusetzen ist. Einmal natürlich als Lidschatten, weil ich wusste, wir haben Liquid Eyeshadows, die so als Base fungieren, perfekt. Aber ich wollte auch ein Highlighter, den man komplett als Finishing-Puder benutzen kann. Deswegen gehe ich jetzt einfach, ich habe ja auch einen Pinsel, gehe ich jetzt einfach mit einem Pinsel in einen Bronzer rein. Das ist das Schöne, es geht halt so schnell. Ne? Ich weiß, wir haben alle keine Zeit. Viele von euch haben Kinder, Männer, gehen zur Schule, brauchen Zeit. Bronzer, zack, fertig. Und das ist das Schöne bei dem Pinsel. Das ist so ein Ding, das funktioniert immer, das hält ewig, es ist super, super soft. Und ich fand, das war eine schöne Ergänzung, um diese Kollektion abzuschließen. Ich denke halt immer in so kompletten Kollektionen und wie sieht das schön bei euch auf dem Tisch aus? Und ich dachte, so ein Pinsel in so einem super süßen Pink Metallic passt perfekt dazu. Und der Highlighter ist, wie gesagt, natürlich einmal der Highlighter. Ich swatche ihn euch einmal nochmal kurz. So trägt ihn natürlich keiner. So sieht er natürlich super, super icy aus. Aber so kalt ist der gar nicht. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, schaut mal, verschwindet der, weil der so viele verschiedene Schimmerpartikel hat, die natürlich verschieden geformt sind, die Schimmerpartikel, und das Licht unterschiedlich einfangen. Und ihr könnt ganz einfach natürlich, wie man so einen Highlighter aufträgt, das einfach punktuell hier raufsetzen. Aber ihr habt nicht diesen groben Glitzer-Effekt, wie ihr bei meiner ersten Highlighter-Palette habt. Das ist natürlich 2018-19 Style-mäßig, sondern das ist so ein Wet Liquid Metal Frost Look, den ihr entweder punktuell aufbauen könnt, schaut euch das an, oder, was ich total gerne mache, mit dem Pinsel hier rein, arbeite ich mir kurz in die Hand und dann gehe ich einfach hier komplett über mein Gesicht. Meine Base ist mattiert und das ist wie so ein Hourglass-Puder. Meine Base ist mattiert, aber sie sieht frisch aus. Seht ihr, was ich meine? Das ist dieser super, super Glass-Skin-Look, den ich ja total gerne mag. Ihr seht es hier, ne? Meine Hand, ich habe den Pinsel gerade damit abgestriffen. Das sieht aus, als wäre sie nass. Und das ist halt das Schöne. Man darf halt nicht vergessen, und deswegen war ich so ein bisschen, ich war total enttäuscht, als ich Reviews gesehen habe, bevor ich die Sachen überhaupt erklärt habe, wie jetzt gerade, weil ich mir dachte, okay, es ist natürlich auf optisch erstmal ein Highlighter, aber ich habe ja eine Story dazu und ich habe mir ja was dabei gedacht und mir war es wichtig, diesen leichten Bewegungseffekt zu haben. Ich weiß, viele von euch lieben eine matte, fixierte Base, aber sie wollen ein fixiertes und glowiges Finish haben. Und das haben wir halt mit diesem Highlighter genau so hingekriegt, dass ihn viele von euch als Highlighter und als Finishing-Puder benutzen können,
oder ihr benutzt ihn als Lidschatten. Und das war natürlich eine super schwierige Sache, das so hinzukriegen, dass es wirklich genau diesen Effekt hat. Ich könnte mir den jetzt auch so komplett auf die Augen geben und habe ein sehr, sehr schönes, frisches Finish. Und dieser Highlighter, I love it. Ich habe ihn so oft benutzt und immer, wenn ihr gefragt habt, hey, was trägst du im Gesicht? Das. Okay, Freunde, ich trage einmal ein bisschen Blush auf. Der ist natürlich nicht in der Kollektion mit drin gewesen. Und dann kommen wir zu den Liquid Eyeshadows. Und ihr wisst, dass ich die Liquid Eyeshadows von Reva Loves Me liebe. Und wir haben komplett neue Farben rausgebracht. Also die Farben gab es so auch noch nie. Das sind komplett neue Farben. Das war mir ganz wichtig, dass ich das nochmal sage. Weil so ein Liquid Eyeshadow, der hält ja doch. Aber das ist nicht so ein Liquid Eyeshadows, wie ich bei einigen gesehen habe, die ihn so wie diesen Ram Beauty Liquid Eyeshadow in die Crease gegeben haben, sondern das ist wirklich so ein Glitzerton für punktuelle Arbeit. Ihr könnt damit natürlich eine Cut Crease ziehen. Es ist aber die perfekte Base für den Highlighter. Vor allen Dingen die Farbe Queens passt perfekt zu diesem Ton. Ich habe euch das in dem Launch-Video schon gezeigt. Da hatte ich das so getragen. Heute wollte ich aber nochmal so ein bisschen auf den Roten eingehen, denn das ist, ich glaube, das ist meine liebste Farbe, weil man damit super, super viel machen kann. Ihr könnt ihn als Lippentopper benutzen. Auch das werden wir heute machen. Ich greife mir jetzt mal hier einfach eine Lidschattenpalette. Es geht jetzt nicht um den Look per se, sondern wirklich um die Liquid Eyeshadows. Einfach einen matten Burgundy-Ton. Ihr könnt die super vielseitig einsetzen. Ihr könnt den sogar auf ein schwarzes Smoky Eye setzen, wenn ihr wollt. Ich habe die Produkte jetzt da. Jetzt sind sie draußen und sie sind auch offiziell ein paar Wochen in der Filiale. Wenn es natürlich weg ist, dann weiß ich nicht, ob sie wiederkommen. Ich vermute nicht. Ihr könnt die auf einem schwarzen, grauen Smoky Eye anwenden. Ihr könnt damit super, super viel machen. Und heute zeige ich euch so mein Classic Maxim Giacomo Liquid Eyeshadow Look. Verdunkel mir das Ganze mit einem Aubergine-Ton. Schaut mal, wie schnell das geht. Ich nehme einfach 3-4 Farben und das ist mir halt wichtig. Ihr kennt mich, ich bin ja recht faul, ne, was so Make-up angeht. Ich habe keinen Bock, da Ewigkeiten rumzublenden. Und so sieht es manchmal auch aus. Aber ich probiere halt realistisch mit dem Thema Make-up umzugehen. Und ich weiß, dass viele von euch und ich halt auch nicht den ganzen Tag Zeit haben, um Lidschatten auszublenden. Es wird heute ein etwas dunklerer Look. Ich blende jetzt hier einmal nochmal rüber. Und dann könnt ihr entweder direkt mit dem Liquid Eyeshadow raufgehen, punktuell aufbauen, antrocknen lassen, aufbauen und ihr habt dann wirklich diesen Metallic Look. Aber das ist auch nicht so ein Liquid Eyeshadow wie die aus der, ich glaube es war die Ready for the Frill LE, die so grobe, grobe Glitzerpartikel drin haben. Das sind wie gesagt komplett neue Farben, also auch die Textur ist anders. Gehe dann noch ein bisschen Schwarz hier mit rein und gebe mir den schwarzen Ton und den Burgundy Ton auch schon hier komplett aufs Lid. Und ihr könnt einfach hier rauf gehen. Und jetzt seht ihr den Reflex. Also ihr habt eine Grundlage drunter und habt dann dieses Liquid Metal, was aber nicht zu unangenehm ist, sondern es gibt einfach nochmal diese Bewegung, diesen Wet Glossy Eye Look. Die Applikatoren sind dafür natürlich perfekt, weil ihr damit einfach komplett das ganze Lid recht schnell eindecken könnt. Und ihr könnt das dann antrocknen lassen. Das dauert einen Moment, dass es antrocknet, damit man auch so ein bisschen Zeit hat, damit noch zu spielen. Geht dann einfach hier außen lang und blend die Kante aus. Aber ihr seht die Reflexion. Ne? Das ist dadurch, dass ich jetzt eine schwarze Base drunter habe, nicht so boom, sondern sehr subtil. Aber dafür gibt es ja noch die hellere Farbe. Und die könnt ihr da komplett mit reinmischen. Und setze mir damit hier vorne wie so eine Cut Crease. Und ich baue die Liquid Eyeshadows übereinander auf. Und dann habt ihr einfach diesen super intense Metal Frosted Metal Look. Moment antrocknen lassen, in der Zwischenzeit könnt ihr was anderes machen und dann mega. Wenn ihr keine Zeit habt, nehmt ihr euch den Highlighter hier, geht mit einem kleinen Pinsel rein und settet. Und so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt ein sehr vampy Look, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Look für den Alltag, aber ich liebe diese Kombination. Ihr könnt natürlich, was ich auch super gerne mache, braunen Lidschatten, dann nehmt ihr die Farbe Queens. Nehmt einen Finger, so sieht die ja aus, wenn ihr sie mit dem Pinsel auftragt. Und dann nehmt ihr euch wirklich nur die groben Glitzerpartikel raus und tupft einfach auf euer Lid und habt dann so einen leichten Schimmer. Das ist zum Spielen, das ist zum Kennenlernen, das ist zum Ausprobieren und zu schauen, was mag man gerne und wie will man die Sachen tragen. Spielt ein bisschen damit, ihr werdet sehen, das macht halt super, super viel Spaß, wenn man viel damit machen kann.
Und dann wollte ich euch den Chocolate Lip Gloss ohne alles auf meinen Lippen zeigen einmal. Der hat nämlich so eine kleine Farbe. Der stand natürlich jetzt schon eine Weile im Laden, deswegen schüttel ich ihn einmal kurz, beziehungsweise bei mir hier auf dem Aufsteller. Der hat eine leichte Farbe. Das ist so ein soft braun, aber nicht so pigmentiert, dass er komplett eure Lippe braun macht. Die perfekte Nude-Farbe für alle Hautfarben tatsächlich, weil wenn ihr dunkler seid, hält er so ein bisschen eure Lippe auf und gibt ihr einen schönen glossy Finish. Wenn ihr heller seid, habt ihr diesen Kim Kardashian Lip Gloss Look. Und das ist wirklich out the door, bye. Oder ihr macht das so wie ich im Moment total gerne. Ich nehme einfach einen roten Liquid Lipstick. Den hätte ich auch gut als Lidschatten benutzen können. Und dann gehe ich erst mit der Farbe Queens hier oben lang. Schaut mal, seht ihr das? Das gibt halt so einen Lip-Topper-Gloss-Effekt ohne Gloss-Effekt. Und unten könnt ihr einfach in die Farbe Kings gehen. It's a lot zu den Augen, aber I love it. Das gibt halt so ein vampy, luxurious Look. Lashes drauf, rotes Kleid, rote High Heels. Boom, du siehst aus, als könntest du überall hingehen. Und der super vampy Look mit der sehr freundlichen Kollektion, die ja erst so ein bisschen, ach ja, süß aussieht. Boom, surft, looks surft. Und das war mir halt wichtig, dass ihr sehr, sehr viel damit machen könnt. Einmal entweder komplett einfach nur so soft aufs Lid. Das ist nicht so ein Boom in your face Glitter. Das ist so ein bisschen Bewegung ist da, ein bisschen Metallic ist da. Eine perfekte Base für andere Lidschatten. Dadurch halten die natürlich noch besser. Freunde, ich bin super happy. Ich freue mich, dass euch die Kollektion so gut gefällt. Und ich freue mich einfach, dass ich nochmal die Chance hatte, euch viele meiner alten Favoriten zu geben. Und meine neuesten Make-up-Techniken in diese Kollektion mitgeben kann. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!